Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Civilization 5. Ich bin's, Jessie, und immer noch mit Nebukadnezar. Ja, mal gucken, wie es weitergeht hier bei uns. Bin ja gespannt, ne? So. Einmal umtauschen, würde ich sagen. Fernkämpfer in die Stadt stellen. So. Einmal alles hochziehen. Für alle Fälle. Anukhashav Will ich di oder will ich Berwayadati. nicht? Tisufa Lata. Kann es auch ablehnen. Lehne ich es einfach mal ab. Ich will nicht. Ich traue der nicht. Die hätte schon gesagt, dass sie mir am liebsten den Krieg erklären würde, also von daher. Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Ja, wir können Kompositbogenschützen bauen, das Kolosseum, die Terrakotta-Armee und ein Sägewerk. Produktion wählen, ich möchte. Eigentlich eine Kriegseinheit. Ist zwar teuer, dauert ewig, aber gut, ist dann so. Werde ich mit leben müssen. Ziehe den nochmal runter. Will das Barbarenlager hier noch loswerden? Forschung wählen. So. Für alle Fälle mache ich die Eisenverarbeitung. Pferde bringen mir ja nichts. Und danach die Gilden, weil ich brauche die Kohle. Aber erstmal Eisen, dann haben wir Schwertkämpfer. Dann werde ich die nämlich auch noch ein paar produzieren. Wie gesagt, ich traue der blöden Kuh da einfach nicht. Da ist eine Mine. Hey! Habe ich wohl verpennt letztes Mal, wa? Deckung und Verschanzen. Und du greifst den an. Na, reicht oder reicht nicht? Nee, reicht nicht. Du hältst noch eine hoch und dann sack ich den ein. So ist der Plan. Gucken, ob es klappt. Nee, klappt nicht. Okay. Du baust erstmal deine Mine hin. Krieg ich ihn platt? Ja, ich krieg ihn platt. Das dürfte auch reichen. Und das auch. Die Einheit gebe ich zurück. Gibt uns ja immer einen Freundschaftsbonus. Deshalb nutze ich das auch gerne. Außerdem kostet der mich nur noch mehr Geld und ich habe kein Geld. Ja, ich habe kein Geld, das weiß ich ja. Braucht ihr mir nicht so auf die Nase binden, dass ich keine Kohle habe? Ist mir wohl oder übel bewusst? So. Alles zurück an die Plätze und heilen gehen. Ich dachte, ich hätte dich schon abgeknallt diese Runde. Nee, scheinbar nicht. Naja. Irgendwer hat Stonehenge gebaut. Mir recht egal. Hat bei mir keinen Vorrang momentan. Du kannst da sitzen bleiben. Joa. So, Babylon kann also einen Gegner angreifen. Produktion wählen. Ich will einen Bogenschützen. Ich stehe auf Fernkämpfer, wie ihr wisst. Haben teilweise Vorteile. Natürlich nicht nur Fernkämpfer, das weiß ich ja auch. Produktion. Für alle Fälle nochmal eine Kriegseinheit. Wieso nicht, ne? Wer weiß. Warte mit dem Schlagen nicht, bis das Eisen heiß ist. Erhitze es durch Zuschlagen. Sehr gut, wir haben jetzt Schwertkämpfer. Helden-Epos.
das wir bauen können, wenn wir überall eine gute Kaserne haben, meine ich doch. Und den Koloss. Ich muss da weg, eindeutig. Wir dauern noch ein bisschen, also erstmal normale Felder. So, nächste Runde. Ich hab da schon so einen blöden Bogenschützen von Barbaren kommen sehen. Da ist ja irgendwo, guckt schon wieder ein Barbarenlager rum, das mir auf den Sack gehen will. Das ist natürlich ärgerlich. Da ist er. Ist auch noch einer meiner geliebten Faustkeile, die noch nerviger sind als die Die anderen. Berli, die du Blöde Kamerad Kuh. machen. Dafür wirst du bezahlen. Blöde Kuh. Einem Elefanten? Ist aber niedlich. Willst du mir also mit einem Elefanten den Krieg erklären? Aha. Ein Elefant ist ganz schön krass. Okay. Den dahin, den dahin. Ja, lass ich stehen. Gut, dass mein Bogenschütze gleich kommt. Politik einführen. Ehre bringt uns momentan nur, dass wir Barbarenlager sehen. Ist doof. Möglichkeit, Patronat brauche ich nicht. Stationierte Einheiten kosten keinen Unterhalt. Kulturkosten werden gesenkt. Das mache ich dann eher. Ich habe ja schon 4 Städte. Oh oh. Mit seinen blöden Einheiten hier. Nerv. Dass einem dann auch noch Barbaren auf den Sack fallen müssen, ne? So, ab nach oben mit dir. Der Elefant zuerst weg. Der macht am meisten Schaden. Blöde Elefanten, ey. Geht da drauf? Ja, ist mir egal. Hauptsache der Elefant geht drauf. Sehr schön. Wenigstens einen kann ich noch angreifen von hier hinten. Du bleibst erstmal stehen. Produktion wählen. Brauche ich aber noch einen, wa? Schwertkämpfer. Wofür habe ich sie mir schließlich geholt, wenn ich sie nicht nutze? Hier nochmal ein Speerkämpfer, das geht einfach schneller. Die Stadt hat einfach weniger Produktion, deshalb ist das schon sinnvoll. Ich würde ja gerne da oben meine Ländereien mal ausbauen, ne? Oh, Kacke. So ein Scheiß. So. Er ist weg, den kann ich ziehen, das ist gut. Die soll nämlich auch da hoch. Irgendwie so in die Richtung. Kommt der denn her? Ach, Geschenke kriegt. Sehr schön. So, das gefällt mir. Er hat uns eine Einheit überlassen. Das passt natürlich. So, die haben alle Nachteile über den Fluss, wenn sie mich angreifen. Deshalb erstmal auf den, der direkt neben mir steht. Nächste Runde. Ja, greift an, Sack. Oh Mann. Na, hat er sich jetzt aufgehängt oder was? Komm schon. Ah, doch. Er war nur am Arbeiten. So. Du gehst auf den. Gehst auf den. Du gehst auf unwegsames Gelände und greifst den an. Ist ja wenigstens fast tot. Und jetzt ziehe ich den doch rüber. Brauche ihn einfach als Hilfe. Nützt nichts.
Ist alle. So ein Drecksack. Muss ich echt meine Stadt wiederholen? Ich krieg die Krise. Ich kriege eine Krise. Aber kann er eigentlich mit meiner Stadt nicht angreifen? Das geht ja nur, wenn er die eingesackt hat. Immerhin. So, du baust da mal einen Bauernhof hin. Du gehst reparieren. Nee, so, und ich krieg gleich meinen ersten Schwertkämpfer. Du gehst von hinten auf den los. Oh, scheiße, ich stehe auf dem falschen Feld. Da werde ich nämlich angegriffen gleich. Ist mir jetzt aber egal. Kann ich gerade nicht ändern. Feiglinge. So. Auf jeden Fall noch dazu ziehen. Ich will meine Stadt wieder haben, das sehe ich jetzt echt nicht ein. Ich gebe die jetzt auch nicht auf. Schweinepriester, ey. Produktion. Ich schicke gerade eine Nahkampfeinheit hoch, also brauche ich noch eine Fernkampfeinheit. So. Ja, stellt euch schön in meine Reichweite, dann kann ich euch wenigstens abknallen. Ist doch gut. Wieso kann er denn aus der Stadt angreifen? Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Das ist unlogisch. Oh, nee, ne? Naja, auf jeden Fall hochheilen. So, alles weg, was nervt hier. Den lasse ich jetzt stehen. Schwertkämpfer auf jeden Fall zum Einnehmen mit hoch. Da kommt auch gleich noch Speerkämpfer. So. Ich frage mich echt, wieso die Sachen können, die man selber nicht kann. Doch richtig scheiße. Einheitenbeförderung, Sofortheilung. Gut. Produktion. Katapult. Oder? Ne. Nicht das Katapult. Der macht mehr Schaden als das Katapult. Obwohl das Katapult hält auch länger aus, aber so viel länger nun auch wieder nicht mit der richtigen Einheit. So. Hoch da. So, dann baue ich hier das Jagdlager hin, das ist eine gute Idee. Rufe ich den nochmal an. So, komm, alles weg, was hier nervt. Keine Lust mehr auf den blöden Typen. Produktion wählen. Noch ein.
Wer ist die Mauern? Nein, ich bin im Krieg, also Einheiten. Das heißt, er hat sofort Heilung gekriegt. Pissnäcke. Ja, ich beleidige meine Feinde. Das ist so. Das haben sie nicht anders verdient. Die Händler sind gekommen. Sehr schön. Ein Kaiser sei niemand untertan als Gott und der Gerechtigkeit. Wir haben das Mittelalter und wir haben die Gilden. Das heißt, wir haben die Ostindien Company, Machu Picchu. Die Künstlergilde, den Handelsposten und wir können auf Wohlstand umstellen. So, weiter im Text. Das heißt, ich baue hier jetzt einen Handelsposten hin. Du greifst die Stadt an. So, die Stadt greift den Bogenschützen an. Dann ist er weg vom Fenster. Hier auf die Stadt. Das war eine gute Entscheidung. Heilen. Forschung wählen. So, eigentlich muss ich Richtung Bildungswesen gehen. Jo, ist ein langer Weg, aber ich mache ihn mal. Ich kann ja immer noch, wenn mir irgendwas dazwischen kommt, es umstellen. Werde ich dann auch tun. Okay, eindeutig jetzt mit der Nahkampfeinheit drauf gehen. Muss klappen jetzt. Und dann noch so ein blöder Elefant daher, sag mal. Oh. Tricksack. Zurück. So. Der kann auch sofort Heilung gehen, das passt. Das heißt, ich kann rein. Alles klappt. Der ist meine Stadt wieder meine. Boah, ey. So ein Schweineverein hier. Na klar, ich habe jetzt wieder keine Leute mehr. Sowas ist immer sehr frustrierend für eine Stadt. Eingesackt zu werden. So. Ist wieder meine Stadt, das heißt, ich kann auch wieder schön brav die blöden Deppen angreifen hier. Und Elefant geht gleich mal sterben. Schauen wir so ähnlich wie bei Pferden. Also Elefanten tun die Spellenkämpfer schon echt weh. Ist doch gut, ich habe einen großen General gekriegt. Das gefällt mir auch. Den werde ich hier wohl reinpflanzen irgendwo. Auf jeden Fall ziehe ich ihn jetzt hoch. Du gehst heilen. Dich ziehe ich hoch und dich ziehe ich auch hoch. Produktion wählen. So, ich baue mein Monument wieder. Er hat angefangen, meine Stadt abzufackeln, so wie es aussieht. Oder jedenfalls abzureißen. Richtig ätzend, das heißt, ich darf den ganzen Scheiß wieder aufbauen. Ich ziehe nochmal einen mit, vorsichtshalber. Wie gesagt, ich traue dem Verein nicht. Du gehst heilen. Du gehst auch heilen. Produktion. Ich baue hier jetzt endlich mal eine Mauer. Und nutze das mal. Kurze Ruhe. Ich baue hier unten ja noch eine Einheit. Die ich jetzt auch nochmal hochziehe. Nee, die ziehe ich nicht hoch. Ich räume mal das Lager hier auf. Glaube ich gerade wichtiger. So, der geht nochmal nach oben. Okay, also will er doch noch weiter Krieg führen. Na gut. Wenn er will, soll er ihn kriegen, seinen blöden Krieg. Produktion wählen. Erstmal die Münzanstalt. Ich brauche einfach die Kohle. So. Noch ein Hochziehen. Einer hat den Artemis-Tempel gebaut. Okay. So. Hier kann ich auch nochmal sowas hinbauen.
mache den blöden Elefanten, der auf dem Berg steht. Zuerst weg. Den dürfte ich damit kriegen. Bingo. Ich nur gleich daran denken, zurückzuziehen. So, du gehst raus. Ja, du sollst ihn angreifen. Ich weiß, dass das doof ist. Aber ich will da eine Fernkampfeinheit in der Stadt haben. Scheiß auf den blöden Speerkämpfer. Speerkämpfer. Speer, Mensch. So. Nächste Runde. Ihr seht, meine Stadt erholt sich gerade wieder. Ja, ich weiß, dass er meine Einheit getötet hat. Ist mir relativ wurscht gerade. Okay. Udi, hier brauche ich auch nochmal einen Handelsposten hin. Hier auch nochmal einen Handelsposten. Ihr wisst, ich brauche einfach das Geld. Dürfte reichen, ja. Dann kann ich den auch angreifen. Kommst du da nicht ran? Schlecht. Rausziehen will ich ihn nicht. Lass ich ihn stehen. Du greifst den weiter an. So. Wir fahren hinterher. Kann einen Gegner angreifen. Dann tue ich das auch. Impulsivbogenschützen geht auch nochmal sofort heilen. Ich nutze das jetzt mal ganz viel. Hey Mai! Auf den Grenzen jetzt schon? Ja, meinetwegen. Mach ruhig. Das stört mich nicht. Ist okay. Joa. Ey, immerhin auf dem dritten Platz mit beschäftigt sein. Es gibt nur ein einziges Gut für den Menschen, die Wissenschaft. Und nur ein einziges Übel, die Unwissenheit. Tempel, staatliche Hochschule und das Orakel. Die Hochschule brauche ich sowieso, also war das gar nicht so schlecht, dahin zu gehen. So. 25 Gold vom Barbarenlager. Ja, yeah, wir sind erstmal kurz mal nicht im Minus. Das ist doch ganz schön. Ich würde ja gerne versuchen, ob. Nee. Greife ich diese blöde Stadt wieder an. Ich überlege, wo ich die Festung hinknalle. Bin fast für da. Mache ich das auch. Jetzt habe ich dann eine Zitadelle. Das wird ihn zwar ärgern, aber es ist mir wurscht. Ich kenne das ja schon von mir. Es ist mir egal. Scheiß drauf. Die Pferde sind meine. So. Nochmal nach oben ziehen. Den lasse ich mal kurz stehen. Der Kämpfer. Ziehen wir raus. Produktion. So. Um den ganzen Scheiß zu entgehen, brauche ich noch mal eine Mauer. Und dann habe ich hoffentlich gleich mal Zeit, eine Karawane zu bauen. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder so viel Minus? Ach ja, ich weiß wieso. Zu viele Einheiten, die nirgends drin stehen. Hier rüber, noch mal einen Handelsposten. Produktion wählen. So. Aber das ist auch gut. Wir bringen uns auch 5 Goldrunden. Dann bauen wir doch den Koloss. Versuche ich es mal. Ob ich ihn bauen kann oder ob ihn mal einer zockt, werde ich sehen. Ich riskiere es gerade mal. Aber er bringt 5 Gold die Runde, also wieso nicht? Orakel. Geht nur und steht mit Bergen. Er hat schon mal keinen Berg. Aber eigentlich sind mir das zu viele Runden. Hm.
Nee, das war nicht das Ding, was nur in Bergen geht. Nee, ich baue den Markt. Ist mir sicherer. Ja. Und da muss ich gleich wieder kämpfen. So, wird Zeit, dass ich gleich eine Stadtverbindung habe. Was ist Drama, wenn nicht das Leben, nur ohne den langweiligen Teil? Ja, den Nationalepos, dafür brauche ich in jeder Stadt ein Monument. Amphitheater, die Schriftstellergilde und das Parthenon. Und weiter angreifen. Ja, Schwertkämpfer sind gar nicht so übel. Ja. Gut, dass ich kein doofes Wunder angefangen habe. So. Und zwar offenes Gelände, ist ja klar. Passt da ja am besten, ist eine Wüste. So, nächste Runde. So. Das Bahnlager dürfte gleich kopieren. Ach ja, da kann auch noch Handelsposten hin. So, nächste Runde. Jetzt ist da. Einer gebaut. Wir brauchen Wale, das ist mir recht egal gerade. Produktion. So, hier oben erstmal ein Kornspeicher, damit mir die Leute wachsen. Wie ihr seht, haben wir gerade immer noch nur eine Person da. Hier passiert also nicht so viel. Hey Mike, Klar, ich arbeite gerne mit dir zusammen. Du bist so schön weit weg da oben, das ist mir relativ wurscht. Ganz im Ernst. 25 Gold. Nein, eigentlich ist es ja immer gut, so Freunde und sowas zu haben zur Unterstützung, also nutze ich das auch gerne. So, dahin und dann bauen wir endlich mal eine Straße. So, Politik. Nutzen wir mal. Yeah, wir sind zufrieden. Ich will eine große Persönlichkeit wählen. Ich nehme nochmal einen Wissenschaftler. Ich will ja immer noch auf Wissenschaft gehen. Also ich habe das ja nicht vergessen im Hintergrund. So, das heißt, ich baue mir da eine Akademie hin. So, und hoch geht's. Nächste Runde. So, ein Weg bitte dahin. Den lassen wir da stehen. Nee. Ich sollte vielleicht erst in die Stadt gehen und dann stehen bleiben. Wir haben immer noch Krieg, ne? So. Das mache ich jeden Mal. Auch den Markt. Ich brauche einfach die Kohle. Und den baue ich da endlich mal aus. Ey, das ist so scheiße. Ich komme hier nicht hinterher. So. Na gut, ich habe auch nur 2 Bauarbeiter, aber alles andere wird auf Dauer echt zu teuer. Gerade auch jetzt, wo ich den Weg baue, das kostet ja wie extra Geld, ne? Kennt ihr ja. Wege sind teuer. So. Der Mensch braucht für sein Seelenheil 3 Dinge. Das Wissen, woran er glauben soll, das Wissen, was er begehren soll, und das Wissen, was er tun soll. Sehr schön. Wir können jetzt einen Garten bauen, die Hagia Sophia, die große Moschee von Djenje, einen großen Tempel und Borobudur. Halt alles Religionswunder. So, aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann!